Willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Stefan Habart. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts kommt gerade aus Weimar, wo er an der Konferenz der Präsidenten der Landesverfassungsgerichte teilgenommen hat. Schön, dass Sie da sind. Wir haben es übertitelt, das Recht in Zeiten der Krise. Erleben wir auch eine Krise des Rechts, Herr Habart? Zunächst vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Müller. Es ist mir eine große Freude, heute bei Ihnen zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der es, glaube ich, eine globale Auseinandersetzung um das präferierte politische Modell gibt. Wir leben in einer Zeit, in der sich autoritäre Führungsmodelle verglichen über die Jahrzehnte erwachsener als schrumpfender Beliebtheit erfreuen. Verbunden mit dieser Vorstellung ist dann natürlich auch die Vorstellung, das Recht zurückzutreten habe. Recht ist etwas, was im Zweifel Entscheidungsfindungen schwieriger macht. Recht wird von vielen, die sich andere Modelle wünschen, als Ausdruck von Bedenkenträgerei empfunden. Deshalb ist das Recht vielleicht stärker als früher Anfeindungen ausgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass das Recht in einer Krise ist. Lassen Sie mich vielleicht einmal mit dem großen Thema unserer Zeit beginnen, mit dem Krieg in der Ukraine. Es gibt viele Menschen, die sagen, was gilt eigentlich das Recht noch in Zeiten, in denen die Ukraine überfallen wird, in denen man der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung, auf territoriale Integrität einfach abspricht. Ich glaube, dass die globale, dass die kontinentale Empörung, die wir im Augenblick sehen, auch in gewisser Weise Ausdruck einer Stärke des Rechts ist. Das ist Ausdruck, dass Menschen spüren, dass hier Recht verletzt wird. Und deshalb ist, glaube ich, diese Empörung, die wir allerorten vernehmen, das ist nicht nur ein verzweifelter Schrei, das ist nicht nur Ausdruck von Verzweiflung, sondern das ist auch ein Stück weit Ausdruck eines tief verankerten Rechts- und Gerechtigkeitsempfindens und auch Ausdruck eines Rufes, die internationale Staatengemeinschaft möge zum Recht zurückkehren. Insofern, das Recht ist zur Bedrohung ausgesetzt. Ich glaube aber nicht, dass das Recht selbst in einer Krise ist. Nun ist ja dieser Rechtsbruch begangen worden und wird noch begangen von einem ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrats, also gerade desjenigen Gremiums, das eigentlich Wahrer des Weltfriedens sein soll. Die UN sind ja auch gegründet worden, um zukünftige Kriege wie den Zweiten Weltkrieg zu vermeiden. Das ist jetzt sozusagen einer der wichtigsten Akteure in dieser Ordnung, diesen sehr grausamen Zivilisationsbruch begeht. Und selbst wenn es jetzt irgendwann mal zu einer Waffenruhe oder zu einem Friedensschluss kommt, besteht nicht auch die Gefahr, trotz der Proteste, dass Rechtsbruch belohnt wird? Diese Gefahr besteht. Es besteht aber auch die Chance, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Wenn Sie sich ansehen, welche Bemühungen die internationale Staatengemeinschaft jetzt beispielsweise schon unternimmt, um Kriegsverbrechen zu ermitteln, sich darauf vorzubereiten, dass sie eines Tages geahndet werden müssen, dann ist die Gefahr da, die Sie beschreiben, aber es ist auch die Chance da, dass dem Recht vielleicht doch zumindest in Teilen, in nicht ganz kleinen Teilen, wieder zur Geltung verholfen werden kann. Sie haben kürzlich ja eine Entscheidung gefällt, auch Ihr Senat, und haben das Bayerische Verfassungsschutzgesetz in großen Teilen für verfassungswidrig erklärt. Da geht es ja letztlich um Mittel des Rechtsstaats zur Beobachtung, zur Einhegung von extremistischen Bestrebungen. Was strahlt das für ein Signal aus? Haben wir zu wenig Freiheit? Brauchen wir mehr Freiheit? Haben wir die falschen Instrumente? Wird unsauber gearbeitet? Weil das ja doch recht umfangreich war, was Sie da beanstandet hatten. Wir haben das Bayerische Verfassungsschutzgesetz in Teilen beanstandet. Die Verfassungsbeschwerde war in Teilen erfolglos, in Teilen war sie erfolgreich. Am Ende schauen manche dann also irgendwie auf Kostenentscheidungen. Da war so, dass die Hälfte der Kosten erstattet wird. Vielleicht ist das eine Indikation. Ich glaube aber, dass das ein vordergründiger Blick wäre. In der Sache geht es darum, dass wir nicht die wehrhafte Demokratie oder die Freiheit brauchen, sondern wir brauchen beides. Wir haben bewusst in der Bundesrepublik Deutschland uns für ein Modell der wehrhaften Demokratie entschieden und wir haben uns für ein Modell
einer freiheitlichen Lebensweise entschieden. Das ist mitunter in einem Spannungsverhältnis. Das muss ausbalanciert werden. Dafür haben wir jetzt für den Bereich des Verfassungsschutzes die Maßstäbe erstmals in großer Ausführlichkeit formuliert. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Gesetzgeber es schaffen werden, in diesem Spannungsverhältnis beides zu ermöglichen, die Freiheit des Individuums, aber zugleich auch die Wehrhaftigkeit der Demokratie, beides brauchen werden. Sehen Sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung heute als mehr gefährdet an als früher? Es gibt ja, verschiedene Foren, vielleicht gab es bestimmte Abneigungen schon immer, die aber nur am Stammtisch geäußert wurden, die nicht nach außen drangen, die sich nicht verbreiten konnten. Ist das eine neue Bedrohungslage aus dem Inneren heraus? Meines Erachtens ist die Bedrohungslage im Augenblick größer, als sie in früheren Jahrzehnten war. Dieses Land durchlief immer einmal schwierige Zeiten, wenn Sie an die 1970er Jahre beispielsweise denken, die Zeit der RAF. Ich will trotzdem sagen, dass wir in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren sicherlich eine etwas entspanntere Situation hatten, als wir sie im Augenblick haben. Manches, was damals geschehen ist, hat man auch erst später herausgefunden, Stichwort NSU. Man hat teilweise erst viele Jahre später gesehen, dass vielleicht doch die extremistischen Bedrohungen auch früher schon stark waren. Aber ich glaube, im Augenblick ist das mit Händen zu greifen. Das ist kein Grund zur Resignation, aber die Bedrohungslage ist da. Deshalb muss sie analysiert werden und deshalb muss der Staat auch wehrhaft bleiben, um sich gegen diese Bedrohungen von außen wie von innen zur Wehr zu setzen. Sehr stark in die Kritik geraten ist ja die Politik, aber auch das Verfassungsgericht im Zuge der Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Pandemie. Das waren ja auch unerkannte Maßnahmen, bisher unbekannte Grundrechtseingriffe. War das eine Art Ausnahmezustand, der in Teilen immer noch anhält? Wir haben keinen Ausnahmezustand. Wir haben kein Ausnahmeverfassungsrecht. Wir brauchen auch kein Ausnahmeverfassungsrecht. Wir haben ein Grundgesetz, das auch in schwierigen Zeiten gilt, das in schwierigen Zeiten Maßstäbe setzt. Wir haben eine schwierige Situation zu durchlaufen. Im Augenblick entwickelt sich die Pandemie deutlich besser, als das in früheren Phasen der Fall war. Aber sie ist auch im Augenblick noch nicht überwunden. Und diese Pandemie zeichnet sich eben dadurch aus, dass eine Vielzahl von Grundrechten betroffen sind. Das sind schwerwiegende Grundrechtseingriffe für diejenigen, die nicht in die Schulen gehen können, für diejenigen, die Kontaktbeschränkungen ausgesetzt sind. Aber im Grundgesetz hat auch das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit seit jeher einen hohen Stellenwert. Deshalb sind das im Grunde multipolare Grundrechtsbeziehungen. Ganz viele Menschen sind betroffen in den unterschiedlichsten Grundrechten. Und deshalb haben wir am Bundesverfassungsgericht viele, die Verfassungsbeschwerde erheben, indem sie sagen, das geht uns zu weit, was der Staat hier unternimmt. Wir haben auch etliche Verfassungsbeschwerden, in denen Menschen zum Bundesverfassungsgericht kommen und schärfere Maßnahmen verlangen, weil sie etwa einer vulnerablen Gruppe angehören und sagen, mein Leben kann besser geschützt werden, wenn schärfere Maßnahmen ergriffen werden. Es ist dann Aufgabe, einen Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Grundrechtspositionen zu finden. Das ist in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers, den zu finden. Es ist dann Aufgabe der Gerichte, das zu kontrollieren. Übrigens nicht nur der Verfassungsgerichte. Der größte Teil der Verfahren liegt ja nicht bei den Verfassungsgerichten in Bund und Ländern, sondern der größte Teil der Verfahren liegt bei den Verwaltungsgerichten, die ihrerseits natürlich auch Rechtsprechung der Verfassungsgerichte rezipieren. Und da hat es viel Kritik gegeben. Kritik ist in Ordnung. Kritik ist, glaube ich, in einem demokratischen Gemeinwesen wichtig. Kritik macht übrigens auch gerichtliche Entscheidungen stärker. Deshalb sind wir für Kritik dankbar. Ich glaube allerdings auch, dass manche in dieser Debatte Maß und Mitte verloren haben. Wir leben fernab der Einführung einer Corona-Diktatur. Ich halte von irgendwelchem ganz schrillen Krisengerede nichts. Unser politisches und rechtliches System war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Gerichte haben gearbeitet,
Die Gerichte haben staatliche Maßnahmen, wo sie rechtmäßig waren, gebilligt. Wo sie unrechtmäßig waren, haben sie diese Maßnahmen aufgehoben. Ja, eine schwierige Zeit. Aber wir haben gesehen, die Bewältigung der Krise vollzieht sich in den Bahnen des Rechts. Und das ist gut so. Trotzdem ist der Eindruck entstanden, dass das Bundesverfassungsgericht, gerade das Bundesverfassungsgericht, das sonst immer sehr genau hinguckt, auch beim Bayerischen Verfassungsschutzgesetz, und sehr oft was beanstandet hat, eigentlich auch bei diesen Antiterrormaßnahmen der vergangenen Jahre, dass es hier gerade bei diesen groben Geschichten der Anti-Corona-Maßnahmen sozusagen dem Gesetzgeber carte blanche erteilt. Dass es sozusagen sagt, ja, das Gesamtkonzept stimmt, im Grunde geht das alles so durch. Das Bundesverfassungsgericht hat niemandem carte blanche erteilt. Das Bundesverfassungsgericht hat auch hier in der Pandemie sehr genau hingeschaut. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Übrigen ja auch schon in einem ganz frühen Stadium der Pandemie eine Reihe von Maßnahmen beanstandet, beispielsweise im Versammlungsrecht, beispielsweise mit Blick auf die Religionsfreiheit. Das sind frühe Weichenstellungen des Bundesverfassungsgerichts gewesen, die danach von den Verwaltungsbehörden, aber auch von den Fachgerichten in ihrer Entscheidungsfindung rezipiert wurden. Das Bundesverfassungsgericht ist aber nicht der bessere Gesetzgeber. Das Bundesverfassungsgericht kann sich nicht einfach an die Stelle des demokratisch unmittelbar legitimierten Gesetzgebers setzen. Und dieser Gesetzgeber hatte in einer Situation, in der sehr verschiedene gewichtige Grundrechte betroffen waren, in einer Situation wissenschaftlicher Unsicherheit, in der man zu bestimmten Stadien der Pandemie auch nicht wusste, was ist eigentlich der erfolgversprechende Weg? Wie wird das im Einzelnen funktionieren? In einem sehr volatilen Infektionsgeschehen. Einige Wochen später hatte man andere Erkenntnisse als einige Wochen zuvor. In einer solchen Situation hat das Bundesverfassungsgericht zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber einen Einschätzungs- und Bewertungsspielraum hat. Dem hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung immer Rechnung getragen und so hat es das auch hier getan. Das Bundesverfassungsgericht hat im Übrigen auch anhand der gleichen verfassungsrechtlichen Maßstäbe entschieden. Wenn Sie sich etwa ansehen, die Maßstäbe unserer Eilentscheidung sind die gleichen Maßstäbe, die wir immer angewandt haben. Es gibt da manche, die sagen, ja, also in einer Pandemie braucht man ein Ausnahmeverfassungsrecht, da müsse eben alles anders sein. Ich halte davon nicht viel. Es waren sehr breitflächige Grundrechtseingriffe, die vorgenommen wurden. Waren es die schwersten Grundrechtseingriffe, die jemals vorgenommen wurden? Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe jede Woche habe ich Fälle auf dem Tisch, bei denen Eltern das Sorgerecht entzogen wird. Ist vielleicht der Sorgerechtsentzug ein noch schwerwiegenderer Eingriff, als nicht in die Schule gehen zu können? Das ist sehr, sehr schwer, das in Relation zueinander zu setzen. Wir haben seit Jahrzehnten sehr, sehr schwerwiegende Grundrechtseingriffe, Sorgerechtsentscheidungen, Sicherungsverwahrung, Abschiebungen, Haftbefehle, was auch immer man sich im Einzelnen vorstellen mag. Ich halte nichts davon zu sagen, dass wir jetzt in einer Phase ganz anderer Grundrechtseingriffe wären, in denen man die alten Maßstäbe über den Haufen werfen sollte und damit im Grunde auch all den Menschen, die ich eben beschrieben habe, die in ihren Lebenssituationen auch von sehr gravierenden Grundrechtseingriffen betroffen sind, gewissermaßen im Umkehrschluss zu sagen, bei euch war es nicht ganz so schlimm. Wenn man diese Maßstäbe anlegt, könnte man dann auch zu dem Schluss kommen, dass eine allgemeine Impfpflicht, die politisch zurzeit ja wieder vom Tisch ist, verfassungskonform wäre. Ja, darüber muss ich möglicherweise noch entscheiden. Herr Müller würde dann auch gerne mitmachen bei der Entscheidung. Unter uns, nur Herr, unter uns. Wir haben bisher ja schon Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz veröffentlicht zur Frage der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Zunächst einmal, wir werden in der Hauptsache entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hat auch noch zu entscheiden zur sogenannten Masernimpfpflicht. Ich will mich da heute nicht festlegen, weil die Fragen dann einfach, wenn sie, falls der Bundestag sich entschließen sollte, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, wenn sie dann uns eben auch zur Kontrolle vorgelegt werden können, dort eine
völlig unabhängigen Prüfung zugeführt werden, die ich hier jetzt überhaupt nicht irgendwie auf Basis einer vorläufigen Einschätzung antizipieren möchte. Wobei der Hinweis auf bereits veröffentlichte, verkündete, beschlossene Entscheidung ist ja erlaubt oder auch deren Erklärung. Da gibt es ja sozusagen ältere Entscheidungen, aber eben Masern, was ja immerhin zwar nicht, also nur die Kinder in Einrichtungen betrifft, aber immerhin auch das Personal. Das ist ja eine Eilentscheidung, aber sozusagen bestimmte Abwägungsparameter, weil Sie von den Maßstäben gesprochen haben, die weiter gültig sind, sind ja schon erkennbar. Wir werden zu Masern noch in der Hauptsache entscheiden und wir werden auch zur Corona Impfpflicht, soweit sie einrichtungsbezogen ist, in der Hauptsache entscheiden. Ich glaube, aus diesen Entscheidungen wird man ja schon ein bisschen mehr noch herauslesen können. Während, also ich will das Wort von der Carte Blanche nicht nochmal wiederholen, aber während ja der Vorwurf lautete, bei der Corona-Bekämpfung sei das Gericht vielleicht etwas zurückhaltend gewesen, war der Eindruck ein anderer beim Klimabeschluss, sozusagen, dass sie dort mit Blick auf künftige Generationen praktisch vom Gesetzgeber ziemlich genau und weit in die Zukunft bestimmte Maßnahmen verlangen, die sich jetzt nicht unmittelbar aus dem Grundgesetz ergeben, könnte man sagen. Das Grundgesetz verpflichtet ja jetzt schon als Staatszielbestimmung den Schutz künftiger Generationen zu beachten. Mhm. Ist ja auch vielleicht eine ganz vernünftige Regelung, ist ja auch Verfassungsrecht. Und Sie haben daraus ja geradezu ein Programm gemacht, was alles erfolgen muss, um dann sozusagen später nicht die große Katastrophe vor der Tür zu haben, wo uns das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht. Aber da ist ja sozusagen das Karlsruher Programm, der Auftrag an den Gesetzgeber, ziemlich dicht. Wir empfinden ihn nicht als dicht. Ich möchte auch gleich begründen, warum. Aber Sie beschreiben natürlich ein bisschen, was die Problematik verfassungsgerichtlicher Entscheidungen im Allgemeinen ist. Wir haben ein Verfassungstext. Anhand dieses Verfassungstextes und auch frühere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben wir sehr komplexe Sachverhalte zu beurteilen und haben natürlich häufig den Vorwurf, wir seien entweder nicht weit genug gegangen oder wir seien zu weit gegangen. Meistens haben wir zur gleichen Entscheidung beide Vorwürfe, den einen zu weit gegangen, den anderen nicht weit genug gegangen. Damit muss, glaube ich, Verfassungsgerichtsbarkeit einfach ein Stück weit leben. Wenn der Vorwurf, das Bundesverfassungsgericht sei zu weit gegangen, wenn der Vorwurf noch nie gekommen wäre, hätte es sicherlich seine Aufgabe verfehlt. Aber ich will etwas zur Klimaschutzentscheidung sagen, dass Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber einen sehr großen Spielraum eingeräumt. Das Bundesverfassungsgericht hat zunächst einmal geprüft, ob die sogenannten grundrechtlichen Schutzpflichten verletzt sind, ob der Gesetzgeber seine Pflicht, Leben zu schützen, Gesundheit zu schützen, Eigentum zu schützen, möglicherweise nicht in der gebotenen Weise erfüllt hat. Und hat gesagt, naja, es ist jedenfalls nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber hier deutlich zu wenig getan hätte, was diese grundrechtlichen Schutzpflichten anbelangt. Das Bundesverfassungsgericht hat aber dann festgestellt, dass der Gesetzgeber dadurch, dass er im Grunde nur eine Emissionsregelung bis zum Jahr 2030 vorgegeben hat, dann aber nicht mehr geregelt hat, wie es zwischen den Jahren 2030 bis 2050 als Jahr der Klimaneutralität im Einzelnen weitergehen soll, dass er hier den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit Blick auf die Freiheitsrechte künftiger Generationen verletzt hat. Wie kommt es zu dieser Einschätzung? Sie können aus dem noch vorhandenen Emissionsbudget, so schwierig das auch im Einzelnen zu berechnen sein mag, können Sie jedenfalls grobe Abschätzungen vornehmen. Und diese groben Abschätzungen, soweit Sie sie auf Deutschland projizieren, zeigen, dass davon ausgegangen werden muss, dass nach dem alten Klimaschutzgesetz jedenfalls ein sehr großer Teil des Budgets bis zum Jahr 2030 verbraucht wird. So dass sich die Frage stellt, wie geht es eigentlich danach weiter? Gibt es dann eine Vollbremsung oder wird das im Grunde kontinuierlich abgebaut bis zum Jahr 2050? Das ist unklar. Das ist aber eine ganz fundamentale Frage. Unsere Lebensweise im Augenblick ist
geprägt davon, dass sie ohne CO2-Ausstoß nicht möglich ist. Insofern ist die Frage, wie viel CO2 emittiert werden darf, eine Frage, wie viele Freiheitschancen habe ich in welchem Jahr? Kann ich bauen? Kann ich in Urlaub fahren? Kann ich mit dem Auto fahren? Kann ich fliegen? All diese Fragen sind letztlich Fragen einer fairen Freiheitsverteilung. Und der Gesetzgeber hatte sich im Grunde für ein Regelungsmodell entschieden, dass er gesagt hat, wir schauen mal bis zum Jahr 2030 und wie es nach dem Jahr 2030 weitergeht, das lassen wir völlig im Dunkeln. Wir haben gesagt, der Gesetzgeber braucht für den Zeitraum nach 2030 das nicht im Einzelnen für jedes Jahr in allen Details zu regeln, aber er muss grob erkennen lassen, wie es danach weitergehen soll. Und dass das keine Überforderung des Gesetzgebers war, zeigt jedenfalls ja auch schon die Geschwindigkeit, in der er reagiert hat. Selten hat ein Gesetzgeber so schnell reagiert. Innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen wurde das neue Klimaschutzgesetz verabschiedet. Klimaneutralität wurde etwas vorgezogen. Der Pfad wurde klarer konturiert. Und deshalb glaube ich ganz definitiv nicht, dass wir an dieser Stelle gegenüber dem Gesetzgeber übergriffig geworden wären. Gut, das zeigt, dass er schnell gefolgt ist, aber man könnte natürlich auch sagen, der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, nur diese Zeitspanne zu regeln. Man kann ihn abwählen, man kann ihn dazu verpflichten, man kann in einer demokratischen Diskussion erreichen, dass er andere Ziele setzt, sich weiter verpflichtet. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ob 8 Richter dem Gesetzgeber das so vorschreiben, auch wenn er ihnen dann schnell folgt. Das ist ja sozusagen die Verfassungstreue, die wir alle natürlich auch im Rechtsstaat erwarten. Unsere Verfassungsordnung hat sich entschieden, dass der Gesetzgeber von 8 Richtern kontrolliert wird. Und die gleiche Frage stellt sich an allen anderen Stellen so in die Zukunft, auch. Vielleicht nicht so in die Zukunft gewandt, in der Form. Ja, deshalb haben wir uns auch in besonderer Weise zurückgenommen. Wir haben auch nicht deshalb erklärt, wie das Jahr 2033 aussehen muss oder das Jahr 2037. Wir haben aber gesagt, der Gesetzgeber kann nicht sagen, ich plane bis 2030, über die Zeit nach 2030 lege ich Nebel und mache mir im Grunde keine Gedanken, wie Freiheit eigentlich dann noch gelebt werden kann. Wir haben die 8 Richter angesprochen. Vielleicht ist auch interessant zu erfahren, wie die Macht der 8 eigentlich so im Alltag, wie die sich entwickelt oder wie die nach außen tritt. Sie haben ja auch als Präsident und als Vorsitzender des ersten Senats keine besondere Stimme, also nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, Auswärtstore zählen nicht doppelt. Nein, also sie haben nicht ein erhöhtes Stimmgewicht, können also bis auf, glaube ich, einen verfahrenstechnischen Ausnahmefall, wo der Präsident mal was mitentscheiden kann, gilt es sozusagen, wenn es 4-4 ist, dann wird der Antrag abgewiesen oder die Verfassungsbeschwerde und sonst müssen die 8 das völlig gleichgewichtig mit exakt gleichem Stimmgewicht unter sich aushandeln, müssen sozusagen, wie läuft das so ab? Vielleicht auch gerade in der Pandemie, wo man sich nicht im Beratungszimmer trifft, sondern fernmündlich. Fernmündlich treffen wir uns selten. Wenn wir Senatsentscheidungen haben, dann sind wir auch in den Hochzeiten der Pandemie nahezu durchgängig zusammengekommen, weil wir gespürt haben, dass die unmittelbare Anwesenheit von 8 Mitgliedern des Gerichts doch nochmal eine andere Diskursatmosphäre erlaubt, als wenn das über Telefon oder Videokonferenz geschieht. Es wird, wenn wir zusammensitzen, nicht gehandelt, sondern es wird nach den Maßstäben des Rechts entschieden. Und es kommt natürlich vor, wie das in der Juristerei immer vorkommt, dass verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Wir sprechen über die einzelnen Fälle, die zuvor sehr ausführlich vorbereitet werden. Ein Mitglied des Gerichts ist Berichterstatter, schreibt dann ein Votum, das hat häufig mehrere 100 Seiten, dazu nochmal 100 Seiten von Anlagen. Wenn man das durchgearbeitet hat, dann treffen wir uns und sprechen über die einzelnen Rechtsfragen, die aufgeworfen werden. Das ist ein sehr diskursiver Stil, in dem die Qualität des Arguments am Ende entscheidet. Wir haben keine Atmosphäre, in dem es
in dem gedacht wird in den Kategorien von Sieg und Niederlage. Ich versuche irgendwie einen Fall zu gewinnen und man versuche irgendwie anderen eine Niederlage zuzufügen. Das ist nicht die Art, wie wir miteinander sprechen, sondern wir wenden uns den Fragen zu. Das sind ganz großartige, intensive, stundenlange Gespräche, die wir führen. Und in der Regel stellt man fest, wenn man sich aufeinander einlässt in einer solchen Diskussion, dass auch die Abstände in den Rechtsstandpunkten, die vielleicht zu Beginn einer Diskussion vorhanden sind, dass die im Laufe der Zeit nicht größer werden, sondern kleiner werden. Und auch wenn wir bei vielen Entscheidungen die Stimmenverhältnisse nicht offenlegen, kann ich Ihnen sagen, wir versuchen in aller Regel einstimmig zu entscheiden. In den Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ist das immer der Fall. Dort kann nur einstimmig entschieden werden, aber auch in den großen Senatsverfahren versuchen wir einstimmig zu entscheiden. Und in sehr, sehr vielen Fällen gelingt uns das auch. Sie sind ja ein Gericht, das sich aus verschiedenen Berufsgruppen zusammensetzt. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine bestimmte Zahl von Berufsrichtern. Also die waren vorher am Obersten Bundesgericht, dann gibt es Professoren, ehemalige Politiker. Sie waren Anwalt, was eher selten ist am Bundesverfassungsgericht, waren aber auch stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Wie groß ist die Nähe zur Politik? Es gab ja Kritik daran, dass im Rahmen des turnusgemäßen Besuchs des Bundesverfassungsgerichts bei der Bundesregierung ein Abendessen oder das übliche Abendessen stattgefunden hat, sozusagen in der Pandemie. Und ein Vortragsthema war eben entscheiden in unsicheren Lagen, was sozusagen Befangenheitsanträge ausgelöst hat und die Debatte neu befruchtet hat, kann man sagen, weil die ist alt eigentlich. Wie hältst du es mit der Nähe zur Politik, Verfassungsgericht? Wie nah ist man aneinander? Daher rührt natürlich auch die Kritik an manchen Corona-Maßnahmen. Das Bundesverfassungsgericht hat in den vergangenen 70 Jahren gezeigt, dass es eine unabhängige Institution ist. Sie haben ja vorhin gerade gesagt, naja, wir seien vielleicht dem Klimagesetzgeber zu sehr in die Parade gefahren. Das zeigt, das Bundesverfassungsgericht schont die Politik nicht. Das Bundesverfassungsgericht verwirft aber auch nicht einfach alles, weil es aus der Politik kommt, sondern das Bundesverfassungsgericht entscheidet nach dem Maßstab des Rechts. Manches, was wir da gesehen haben, bis hin zum Vorwurf, wir seien irgendwie durch die Übernahme eines Abendessens korrumpiert worden, ging ins Alberne. Wenn Sie ans Bundesverfassungsgericht gewählt werden, haben Sie keine Chance, ein erfolgreicher Verfassungsrichter zu sein, wenn Sie nach politischen Maßstäben entscheiden. Es gilt nur das rechtliche Argument. Das hat jedes Mitglied des Bundesverfassungsgerichts verinnerlicht, dass Politiker an ein oberstes Gericht gewählt werden. Das ist keine Seltenheit. Das sehen Sie im Übrigen in den meisten Ländern Europas. Mir hat neulich einmal eine US-amerikanische Journalistin mit Blick auf ihr eigenes Land gesagt, sie hatte immer den Eindruck, dass dieses Gericht in Zeiten, in denen ihm Politiker angehörten, sehr unpolitisch agiert habe. Wenn sie an ein Verfassungsgericht gewählt werden, dann gilt noch das rechtliche Argument, so verfahren wir auch. Und mit bisweilen auch unsachlicher Kritik, mit teilweise Verschwörungstheorien, die da präsentiert werden, auch mit in der Tonlage teilweise entgrenzten Anwürfen, im Übrigen befeuert auch noch von vereinzelten Lautsprechern aus der deutschen Staatsrechtslehre, müssen wir, glaube ich, leben. Das ist, glaube ich, einfach ein Zeichen der Zeit, in der wir sind. Und da gilt es, unbeeindruckt von diesen Attacken, das zu tun, was das Grundgesetz einem anvertraut hat. Sie hatten das Abendessen angesprochen, noch einmal nachgebohrt. Wenn jetzt ein Senat eines Oberlandesgerichts bei einem Verfahrensbeteiligten zu einem Abendessen wäre, auch wenn es nur um Currywurst ginge, würde man ja schon sagen, naja, man sollte sich da zurückhalten in einem laufenden Verfahren. Jetzt kann man natürlich sagen, und die Bundesregierung ist ja oft Verfahrensbeteiligter oder der Bundestag,
Wir halten Sie jetzt daran fest an dieser Praxis, weil wir sagen, wir sind ein Verfassungsorgan, wir treffen uns seit 70 Jahren oder seit 50 Jahren. Oder hat das zu einer Änderung der Wahrnehmung Nein. geführt, gerade mit Blick auf die Reaktion? Das Bundesverfassungsgericht ist Verfassungsorgan. Das Bundesverfassungsgericht trifft sich deshalb mit anderen Verfassungsorganen. Das wird seit Jahrzehnten so gehandhabt. Verfassungsorgane haben keine Pflicht, sich irgendwo in ihrem eigenen Gebäude einzuschließen und mit niemandem zu sprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Verfassungsorgane auch austauschen. Wir haben uns mit der Bundesregierung ausgetauscht zu ganz allgemeinen Fragen. Die Bundesregierung hatte uns zunächst einmal ein anderes Thema vorgeschlagen. Ein Thema, das nach unserem Eindruck die Gefahr erzeugt hätte, dass der Eindruck entsteht, dass eine intensive Debatte über Corona-bezogene Politik erfolgt wäre. Wir haben den Themenvorschlag der Bundesregierung zurückgewiesen. Wir haben ein eigenes Thema vorgeschlagen und wir haben in dem Thema, das wir selbst vorgeschlagen haben, Wert darauf gelegt, dass das ein Thema ist, das von einer Allgemeingültigkeit ist. Die Frage, wie ist unter Unsicherheit zu entscheiden, passt denn ein trotzdem ganz gut? Ja, ist kein Spezifikum der Pandemie. Die Frage stellt sich im Klimaschutzrecht. Die Frage stellt sich in der inneren Sicherheit. Die Frage stellt sich etwa, wenn es um ökonomische Fragen geht. Wir haben im vergangenen Jahr eine Entscheidung veröffentlicht zu den Nachzahlungszinsen im Steuerrecht. Auch dort spielte das eine große Rolle. Wie war eigentlich die Entscheidung oder welche Anforderungen waren an die gesetzgeberische Entscheidung zu stellen, solange man nicht wusste, wie sich eigentlich ein Zinsniveau in der Zukunft entwickeln würde? Das sind ganz allgemeingültige Fragen. Solche allgemeingültigen Fragen erörtert das Bundesverfassungsgericht seit jeher, nicht nur mit der Bundesregierung, auch mit dem Bundestag. Das wird das Bundesverfassungsgericht auch in Zukunft machen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie dieses Gericht agiert, sei es in der Gegenwart, sei es in der Vergangenheit, dass es immer wieder gesetzgeberische Entscheidungen aufhebt. Das ist im Übrigen deshalb auch eine ganz herausragende Reputation in der gesamten Welt genießt. Das zeigt, glaube ich, dass das Bundesverfassungsgericht sich der Spezifika seiner Aufgabe sehr bewusst ist und so wird es das auch in Zukunft handhaben. Solche Treffen werden weiterhin stattfinden und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit sind durch all dies nicht mal ansatzweise gefährdet. Und wann haben Sie den Bundeskanzler zuletzt gesprochen? Ich habe den Bundeskanzler, glaube ich, das letzte Mal gesehen bei der Bundesversammlung, bin mir jetzt im Augenblick nicht ganz sicher. Ja, gibt es Fragen? Vielen Dank, Herr Ramsdorf. Herr Professor Habert, ich verstehe. Achso, sorry, das Mikro, halt. Verfassungsbeschwerden können übrigens nicht mündlich eingelegt werden. Das ist aber an alle gerichtet. Ich habe keine vor. Ich muss noch zunächst sagen, ich bin kein Jurist. Ich war zwar in der einstufigen Juristenausbildung als Volkswirt mit Ihrem Ex-Kollegen Hoffmann-Riem zum Beispiel. Ja. Aber ich verstehe diese Abwägungsproblematik, die ist ja fast bei jedem Verfahren, das ist völlig klar. Was mich in letzter Zeit etwas irritiert hat, ist mehr die Umdeutung von Begriffen, ob das eigentlich sein muss. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine ist, also ich wundere mich nach wie vor, dass das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht vorgeprescht, aber der Politik gefolgt, der Begriff Ehe. Also jeder normale Mensch versteht darunter eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Ist es denn schlimm, wenn etwas, was anders ist, sagen wir mal Verantwortungsgemeinschaft oder Partnerschaft oder was auch immer heißt? Sie verwirren ja die Leute vollkommen, wenn sie etablierte Begriffe einfach aufheben und also ins Nichts bringen. Zweiter Punkt ist, das ist mehr mein Thema, Geldpolitik, Maastricht-Vertrag und so weiter. Ich war ja in der Zeit, wo das verhandelt wurde bei der Bundesbank, bei Karl Otto Pöhl, manche kennen den noch, alles ewig her. Aber wenn dort steht, Staatsfinanzierung ist ausgeschlossen,
Ja, und wenn es heißt No Bailout-Klausel, also die EZB darf nicht, wenn ein Staat nicht sauber wirtschaftet, dessen Schulden übernehmen, was er ja de facto tut, ist ja eine Ausrede, wenn man sagt, es wird am freien Markt gekauft, also die Anleihen. Wie kann man eigentlich Begriffe völlig einfach in der Juristerei so umdeuten? Das sind nur zwei Beispiele, vielleicht haben Sie hier noch ein paar andere Beispiele. Wir müssen uns auch in unserer Sprache irgendwie an das halten, was die meisten Leute denken. Vielen Dank. Ja, Punkt ist klar geworden, glaube ich, Herr Habert. Zur Frage, wie ist der Ehebegriff des Grundgesetzes zu verstehen, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Sie haben Ihre geschildert, es gibt Menschen, die das anders verstehen. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht das Verfassungsorgan gewesen, das die von Ihnen zu Recht oder zu Unrecht beanstandete Veränderung des Ehebegriffes vorgenommen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Ehebegriff entwickelt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann in vielen Entscheidungen gesagt, dass der Gesetzgeber, der das Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft eingeführt hat, die eingetragene Lebenspartnerschaft etwa im Steuerrecht, auch in anderen Bereichen nicht anders behandeln darf als die Ehe. Die Entscheidung des Deutschen Bundestags im Jahr 2017, nicht nur die eingetragene Lebenspartnerschaft, sondern auch die Ehe zwischen Menschen gleichen Geschlechts zu ermöglichen, ist eine parlamentarische Entscheidung gewesen. Die ist nicht eingefordert worden vom Bundesverfassungsgericht. Die Fragen, die Sie angesprochen haben zu Europa, sind Fragen, die das Bundesverfassungsgericht seit langem sehr beschäftigen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2020 eine Entscheidung getroffen zu PSPP, bei der viele dem Bundesverfassungsrecht eigentlich genau den gegenteiligen Vorwurf gemacht haben, den Sie jetzt gemacht haben. Viele haben nämlich damals dem Bundesverfassungsgericht vorgeworfen, das Bundesverfassungsgericht sei viel zu weit gegangen. Das Bundesverfassungsgericht habe sich in Fragen eingemischt, die das Bundesverfassungsgericht überhaupt nichts angehe. Aber diese Fragen gehen das Bundesverfassungsgericht etwas an. Das Bundesverfassungsgericht hat immer erklärt, seit Jahrzehnten erklärt, es akzeptiert den Anwendungsvorrang des Unionsrechts, aber es akzeptiert ihn nicht vorbehaltlos, hat eine Reihe von Vorbehalten entwickelt, hat diese Vorbehalte dann auch in der PSPP-Entscheidung zur Anwendung gebracht. Ich sehe auch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht diese Vorbehalte aufgeben würde. Und deshalb glaube ich, dürfen Sie mit dem Bundesverfassungsgericht durchaus etwas schonender umgehen, als Sie es eben zum Ausdruck gebracht haben. Vielleicht noch eine Nachfrage zum Ehebegriff. Das ist ja damals nicht angegriffen worden. Das heißt, diese gesetzliche Änderung kam gar nicht nach Karlsruhe. Es ist aber doch nicht ausgeschlossen, dass das später einmal in anderem Zusammenhang ein mögliches Auseinanderfallen, sage ich mal ganz neutral, eines einfach gesetzlichen Ehebegriffs und seiner Änderung und eines verfassungsrechtlichen Ehebegriffs, dass es nochmal Thema wird. Dazu gibt es bisher keine Entscheidung. Bitte schön. Hier vorne? Nein, der Herr hinter Ihnen. Dankeschön. Mein Name ist Bernd Maciewski und nochmal auch zurückgehend auf diese PSP-Entscheidung. Wenn es zum Konflikt kommt zwischen dem Europäischen Gerichtshof und einer Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, wie wird sowas gelöst? Oder wenn ich spitze einfach mal extrem zu, ich glaube, sowas wird es nicht geben. Der EuGH trifft eine Entscheidung, wo sehr zweifelhaft ist, ob es verfassungskonform wäre mit unserer Verfassung in Deutschland. Wie gehen Sie mit sowas um? Ja. Gab es ja fast. Der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben im Ausgangspunkt sehr unterschiedliche Vorstellungen über das Verhältnis von Unionsrecht und nationalem Recht.
Die Unterschiedlichkeit dieser Vorstellung führt aber nicht automatisch zu einem Konflikt, sondern in aller Regel lässt sich der Konflikt vermeiden. Der Europäische Gerichtshof ist der Auffassung, Unionsrecht hat Vorrang, Anwendungsvorrang vor jedem nationalen Recht. Das Bundesverfassungsgericht war schon in den 1960er Jahren das erste nationale Verfassungsgericht, das grundsätzlich den Anwendungsvorrang des Unionsrechts selbst vor nationalem Verfassungsrecht anerkannt hat. Dieser Vorbehalt gilt aber nicht schrankenlos. Es gibt Ausnahmen. Warum? Ich will es am Beispiel der sogenannten Ultraviruskontrolle verdeutlichen, die in dem PSPV-Verfahren die entscheidende Rolle gespielt hat. Die Europäische Union hat nicht die Zuständigkeiten, die sie gerne hätte, sondern die Europäische Union hat die Zuständigkeiten, die ihr im EU-Vertrag übertragen wurden. Das ist der sogenannte Grundsatz der Einzelermächtigung. Die Europäische Union kann nur die Kompetenzen wahrnehmen, die ihr übertragen wurden. Und deshalb kann auch nicht der Europäische Gerichtshof alleine über die Frage entscheiden, welche Kompetenzen hat die Europäische Union. Der Europäische Gerichtshof ist eine sehr verdienstvolle Institution der Europäischen Union. Der Europäische Gerichtshof ist aber eben ein Organ der Europäischen Union. Wenn der Europäische Gerichtshof die Möglichkeit hätte, allein darüber zu entscheiden, welche Kompetenzen die Mitgliedstaaten haben und welche die Europäische Union, dann gilt das Prinzip der Einzelermächtigung nicht mehr. Und deshalb bedarf es einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Diese verfassungsgerichtliche Kontrolle nimmt das Bundesverfassungsgericht wahr. Die nimmt es aus Gründen der Europafreundlichkeit unserer Verfassung sehr zurückgenommen wahr. Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, es wird eine Verletzung des Ultravires-Grundsatzes nur dann anerkennen, wenn zuvor der Europäische Gerichtshof Gelegenheit hatte, seine Sicht auf den Fall zum Ausdruck zu bringen. Und es wird das auch nur tun in Fällen, in denen offenkundig keine Kompetenz der Europäischen Union besteht. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann hat eben unter dem Grundgesetz keine Übertragung einer Kompetenz stattgefunden. Und deshalb ist das letztlich eine Konsequenz des im EU-Vertrag verankerten Grundsatzes der Einzelermächtigung. Und das Bundesverfassungsgericht wird sich deshalb da auch aus seiner Kontrollaufgabe, die es vom Grundgesetz zugewiesen bekam, nicht zurückziehen. Eine Frage haben wir noch. Eine Möglichkeit einer Frage. Bitte schön. Guten Tag, Imre Bartha, mein Name. Ich möchte erstmal sagen, dass ich relativ neu in Deutschland bin, erst seit 2016 hier lebend. Aber was mich immer wieder fasziniert hat, war das deutsche Verhältnis zum Völkerrecht. Weil es irgendwo auf der Welt irgendwas passiert war und da kam die Aussage von Deutschland, das ist völkerrechtlich, das ist völkerrechtwidrig. Und das war's. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, was jetzt? Und ich bin dabei auf das Ergebnis gekommen, dass in Deutschland die normative und die positive Sicht auf das Völkerrecht miteinander zu sehr vermischt wird. Also dass das Völkerrecht wirklich ein Recht ist, was wie in einem Rechtsstaat umgesetzt werden kann, anstatt irgendwas zu sein, was nur in der Anwesenheit der notwendigen Gewalt geltend gemacht werden kann. Wie sehen Sie das? Das Grundgesetz und unsere gesamte Rechtsordnung ist eine völkerrechtsfreundliche Rechtsordnung. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung nach den Erfahrungen der NS-Diktatur, nach den Erfahrungen zweier Weltkriege gewesen. Das Grundgesetz ist von Anfang an als eine sehr völkerrechtsfreundliche Verfassung ausgestaltet worden. Wir haben etliche Artikel, die das zum Ausdruck bringen. Schon in Artikel 1 sehen Sie die internationale Perspektive des Grundgesetzes. Und unsere gesamte Rechtsordnung ist völkerrechtsfreundlich. Wenn Sie in diesen Tagen sich beispielsweise ansehen,
was unsere völkerstrafrechtlichen Normen sagen, die völlig, oder jedenfalls in Teilen, völlig unabhängig davon angewandt werden können, ob an einer Tat Deutsche beteiligt sind, ob sie als Täter beteiligt sind, ob sie als Opfer beteiligt sind, wo das stattfindet, dann bringt das die Vorstellung zum Ausdruck, dass wir in einer verschränkten, in einer zusammenwachsenden Welt nicht weniger völkerrechtliche Vorgaben brauchen, sondern wir brauchen im Zweifel mehr völkerrechtliche Vorgaben. Das, was Herr Müller vorhin angesprochen hat, beispielsweise die Situation im UN-Sicherheitsrat, zeigt ja, dass wir nicht zu handlungsfähig sind, sondern eher nicht handlungsfähig genug sind. Unsere Verfassung ist offen, ist eigentlich auch darauf angelegt, die Verbindlichkeit von Völkerrecht anzuerkennen, auch völkerrechtlichen Bindungen zu vertiefen. Ob das in den nächsten Jahrzehnten gelingen wird die Zukunft weisen. Aus Sicht des Grundgesetzes wäre das jedenfalls zu wünschen. Ich glaube, Sie meinten den Punkt, dass die Deutschen immer so tun, als ob jedes Recht auch durchgesetzt werden kann. Aber es kann natürlich auch Recht bestehen, das nicht immer durchgesetzt wird. Das ist im Völkerrecht natürlich öfter so, dass es nicht von einer Zentralgewalt durchgesetzt wird, aber trotzdem gilt. Aber wenn Sie sich zum Beispiel, natürlich kann das sein, dass ein Kriegsverbrechen irgendwo begangen wird und es wird am Ende nicht sanktioniert. Aber die deutsche Rechtsordnung gibt sich jedenfalls alle Mühe, es zu sanktionieren, weil sie beispielsweise den Anwendungsbereich des deutschen Strafrechts hier im Zweifel weit steckt. Aber ich glaube, so können wir vielleicht auch schließen, das ist in der Tat, das ist eine ganz gute Beobachtung, weil Sie von außen, Sie sprechen ja sozusagen als Neuankömmling, der deutsche Glaube an das Recht, der, glaube ich, auch in Europa einzigartig ist, dass man glaubt, auch aus historischer Erfahrung, dass man alle Probleme eben auch rechtlich lösen kann, was bei vielen Problemen auch der Fall ist und was auch in Deutschland gut klappt. Und die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts sind natürlich auch weiter als viele andere Verfassungsgerichte, so Länder denn überhaupt eins haben. Und da spielt sicherlich eine deutsche Historie eine Rolle. Und der Glaube an das Recht, auch in Europa, Walter Hallstein hat den Begriff der Rechtsgemeinschaft auch innerhalb der Europäischen Union geprägt. Wenn Sie das als eine spezifisch deutsche Sicht empfinden, dann erwarten Sie jedenfalls nicht vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, dass er sich jetzt genau von dieser Sicht distanziert. Das wäre doch was. Nein, vielen Dank, aber es ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ja. Genau.